Frau Martullo, Ems tut regelmäßig Rekordergebnisse abliefern. Auch im letzten Jahr waren es wieder plus 19% Gewinn gewesen. Wie machen Sie das? Ja, einfach mit der kontinuierlichen Entwicklung. Wir gehen wirklich auf Innovation, Spezialitäten, immer wieder neue Anwendungen im Auto, aber eben auch im Freizeitbereich oder in anderen Sektoren. Überall suchen wir, wo gibt es hohe Anforderungen, wo wir mit Spezialkunststoff etwas machen können. Jetzt, Ihnen ist interessant, dass Sie ziemlich hohe Produktion in der Schweiz haben, also einen grossen Anteil wiederum, den Sie weniger in der Schweiz verkauft, sondern im Ausland. Sind denn die anderen Schweizer Firmen über eine starke Frankenjammer einfach ein bisschen jammerig? Ich glaube, die Maschinenindustrie ist schon ziemlich getroffen. Die tut auch sehr viel in der Schweiz noch beziehen. Wir sind immer schon sehr international gewesen und ich hatte immer das Motto gehabt, dass wir den Schweizer Standort konkurrenzfähig behalten müssen. Auch wenn wir hohe Löhne haben oder hohe Logistikkosten, müssen wir schauen, dass wir mit Automatisieren, guten Abläufen, dass wir trotzdem wettbewerbsfähig sind, auch in den Kosten. Und das hat sich jetzt auch ausgezahlt, auch wo eben der Franken höher geworden ist. Sie haben den Aktionären schon eine höhere Dividende in Aussicht gestellt, 17 Franken pro Aktie. Jetzt kurzfristig freut es natürlich die Anleger, aber kann man langfristig nicht sagen, dass es besser wäre, wenn Sie das Geld vielleicht in die Firma investieren? Also wir haben 71 Millionen investiert, das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Wir können problemlos alles finanzieren, was wir müssen. Wir haben über 600 Millionen Geldmittel und tun jetzt 400 Millionen ausschütten. Also da bleibt noch genug, auch nur schon von dem vom letzten Jahr, um wieder zu investieren. Wir sind sehr ertragsstark und cashstark. Wir schütten nur aus, was wir operativ nicht brauchen. Aber das, was wir nicht brauchen, versuchen wir ausschütten an die Aktionäre. Jetzt, was dürfen wir als Anleger 2017 von Ems erwarten? Wir haben hier einerseits die Automobilindustrie, wo laut Experten könnte sich ein bisschen abkühlen. Dann haben wir auch den Rohstoffpreis, der sich erhöhen könnte. Das sind eigentlich alles schlechte Vorzeichen für die Ems-Chemie. Ja, wir erwarten schon, dass es Verlangsamung gibt im Automarkt. Vor allem China wird nicht mehr so stark wachsen, wie es jetzt im letzten Jahr war. Es kann auch ein bisschen Instabilitäten geben, aber die Stimmung ist eigentlich nicht schlecht weltweit in den Märkten. Die meisten schauen zuversichtlich in die Zukunft, das ist positiv. Und bei den Rohstoffpreisen müssen wir halt die Verkaufspreise dann entsprechend anpassen. Es gibt einen Zusatzaufwand, aber das gehört halt zum Geschäft. Sie haben noch fast 15% für den Umsatz in den USA. Jetzt haben wir momentan die Devise America First. Es droht gewisse Einfuhrzölle. Macht das Ihnen ein bisschen Angst? Könnte das Ihnen auch auf den Umsatz drücken? Ich glaube nicht, dass jetzt der Ems-Chemie speziell betroffen ist, weil wir haben so Spezialprodukte und die sind nicht gerade im Fokus von Herrn Trump. Ich glaube auch, dass die Schweiz nicht gerade im Fokus ist. Wenn etwas von der Schweiz betroffen wäre, wäre es die Pharmaindustrie. Aber die Gespräche haben mit dem Herrn Trump ja bereits stattgefunden. Und die sind auch schon sehr aktiv in den USA, also da wird es auch nicht viel ändern. Und für uns spielt es dann keine Rolle, ob unsere Kunden in Mexiko oder in den USA produzieren. Wir sind sowieso überall und beliefern sie dort. Was halten Sie eigentlich generell von Donald Trump? Macht er seine Sache gut? Ja, ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Was man kann sagen ist, er hat natürlich allein mit dem, was er gesagt hat, hat er schon sehr viel erreicht. In gewissen Bereichen hat er aber auch sehr viel Chaos ausgelöst. Also es wird noch recht anspruchsvoll, immer wieder zu schauen, was er jetzt sagt und was er jetzt macht. Also das ist natürlich schon instabil, aber es gibt immer auch Chancen. Er will zum Beispiel Steuern senken. Wir haben auch zwei Firmen in den USA und die zahlen sehr viel Steuern. Und wenn das jetzt halbiert würde, wäre das natürlich für uns auch wieder ein Vorteil. Sie haben das Thema Steuern angesprochen. Wir haben jetzt am Wochenende eine grosse Abstimmung Unternehmensteuerreform 3, wo sie einerseits als Politiker sich für das Jahr einsetzen, andererseits sind sie natürlich auch bei der Ems-Chemie davon betroffen. Es ist also momentan sehr knapp laut Umfrageergebnis. Bei einem Nein, was würde das konkret für die Ems-Chemie bedeuten? Ja, das heisst natürlich, dass wir sehr lukrative Firmen verlieren würden, dass die abwandern früher oder später und da wären massive Steuern von denen betroffen und auch Arbeitsplätze. Und dann müssen wir entweder überall sparen, beim Bund, bei den Kantonen oder andere müssen das zahlen. Und dann, es ist klar, sind natürlich gerade jetzt auch KMU, Schweizer Unternehmen wie wir, müssten dann plötzlich mehr Steuern zahlen. Also ich hoffe, dass es ja gibt, dann geht es in die andere Richtung, dann bleiben wir attraktiv für diese Firmen, aber auch für die Schweizer Firmen. Wir haben mal geschaut, also wenn die Steuerreform kommt, würden wir selber 10 Millionen mehr in der Schweiz investieren, als wenn sie nicht kommt. Es wäre also für alle attraktiver natürlich, wenn man könnte investieren und Arbeitsplätze schaffen. Bevor Sie jetzt einen Krampf in der Hand bekommen, können Sie zum Schluss noch aufklären, was Sie jetzt da in der Hand haben.
Ja, das ist eine neue Anwendung. Das ist eine Helmkamera, die das Gehäuse aus unserem Spezialkunststoff ist, transparenter Kunststoff, wo man durch den Kunststoff durch den Touchscreen bedienen kann, wo auch wasserdicht ist, wo man kann bis zu 40 Meter tauchen mit dieser Kamera, wo auch beim Schneegestöber nichts durchlässt. Das ist wirklich ein ganz einzigartiges Material, das wir in der Schweiz produzieren.